Recht herzlich willkommen zur 108. Folge von City Skylines. So, was haben wir letztes Mal überlegt? Wir haben letztes Mal überlegt, dass wir Wohnraum brauchen und Kommerz. Und den wollten wir hier in dieser Gegend ansiedeln. Hier war es, weil da wohnen auch, fehlen auch Arbeiter. Da wollen wir dann mal hier gucken, dass wir hier noch ein bisschen weiterkommen. So, hier sind ja auch Straßen sechsspurig. Ja, das würde bedeuten, wir müssen hier mal die Straßen dann vierspurig vielleicht mal abbiegen lassen. Und ich denke mal, hier lang. Willst du das bringen? Können wir da rübersetzen? Auf jeden Fall denke ich mal von hier aus vierspurig in die Richtung. Da mal. Und dann müssen wir hier mal ein bisschen hoch. Das war natürlich wieder runter, ist klar. Und da lang. Und was machen wir hier? Gute Frage. Gehen wir mal runter. Eigentlich eher nicht, sondern da noch weiter. Oben bleiben. Und gehen dann hier runter. So. Und hier machen wir dann die Straße so. So, denke ich mal. Und dort hört dann die Vierspurige auf. Und wir machen hier eine Zweispurige hin. Stopp, das war noch nichts. Da machen wir nochmal die Vierspurige ein bisschen länger. Ah, ein bisschen näher darüber wollen wir. So, jetzt sehe ich auch, was der Sache ist. So, jetzt nochmal die zweispurige. Ne, die war schon mit den Bäumen richtig. Ne, kann noch, die andere kann noch ein bisschen weiter. So. Und jetzt die zweispurige. Ja. Hier so als Uferstraße auf jeden Fall lang, ne? Geht gerade nichts mehr. Die machen wir hier schön außen lang. So, Küstenstraße. Ne, die letzte, die müsste noch weg. Das war irgendwie schief gelaufen. Nochmal. So. Passt erstmal. So, dann haben wir das abgedeckt. Hier wollen wir nur kleine Häuslein machen. Bis auf hier. Hier können wir ein bisschen Kommerz ansiedeln. Aber auch nur den niedrigeren. Und hier wäre dann eine Abfahrt zu machen, sozusagen. Den machen wir dann da nicht hin.
finde ich, müssen wir anders machen. Und zwar denke ich mal hier so. Aber runter muss er gehen. So. Kann genauso da lang gehen wie die andere im Prinzip. Das war ein ganz schöner Donner gerade. Da. Ne, das passt auch wieder nicht. Hier nochmal weg. Und nochmal hin. Ja. Mal weg. Die Kurve war nicht so schön. Nochmal. So, hier. So, kriegen wir die jetzt hier hoch und dann darum. Ja, das geht. Aber warte mal, wir machen das nochmal anders. Das nochmal weg. So. Und dann da runter. Runter. Geht es nicht? Doch, geht. So. So. Komm schon, so. So, lassen wir das mal gerade da so sein, aber was machen wir? Hier haben wir die vierspurige Straße schon gemacht gehabt, die da hinten in der zweispurige dann endet. Ich glaube, wir machen die dann da auch nochmal hin, ne? So, darüber. Jetzt mal hoch. Ne, hoch, nicht runter. Oder doch runter. Ne, die geht jetzt nicht mehr. Runter geht aber genauso wenig. Gut, das heißt, wir müssen den Bagger wieder walten lassen. Hier ein Stück wegmachen. Und das Ganze nochmal. Wieder falsch rumgetastet. So, soll das mal gut sein erstmal. Wir haben dann da einen Anschluss, das passt. Da könnten wir dann das auch erstmal so lassen. So, dann würde ich sagen, machen wir von hier noch eine Straße da rein.
das gleiche da nochmal, oder? Ja. Fertig. Gut, dann brauchen wir da definitiv Wasser. Würde ich mal sagen, so. Nee. Da sehe ich nichts mehr. So, dann ist das mit Wasser abgedeckt. Hier ist die Straße. Das mit dem Wasser ist schlecht, das machen wir gerade weg hier. Obwohl, so sieht man es auch nicht gerade bestens, ne? Müssen wir da nochmal machen mit der Straße. Okay, dann machen wir eine Verbindung dahin. Und zwar hier raus. Dann machen wir eine ganz einfache Kreuzung, die so geht. Und so. Und dann von dort noch darüber. Und einfach bis nach da. So, das ist dann erstmal dieses Viertel abgedeckt. So, und da machen wir dann einen Wohnraum hin. Hier können wir überall Wohnraum hinmachen. So ein paar Stellen müssen wir nur lassen wegen, sag schon, Arzt und so, ne? Ich glaube, das machen wir da so hin. Auch das machen. Ich glaube, das machen wir. Nee. Hier ist es besser, glaube ich. Oder? Müssen wir gucken. Auf der Seite auf jeden Fall nicht. Auch nicht, weil Sackgasse. Das geht da auch nicht. Da ist auch Sackgasse. Also ich denke mal, hier wäre eine gute Stelle. Und da machen wir dann auch Wohnraum hin. Das passt dann schon. Sieht das doch ganz praktisch aus, oder? So. Dieses hier nicht. Das kann wieder ein Wohnviertel werden, noch hier. Das auch noch. Das auch noch. Das auch so. Da machen wir halt sowas wie Schule oder sowas hin. Passt dann schon. Ziehen da auch welche ein. Sieht so aus, ne? Ja, hier sind ja schon Leute da. Ne, hier. Wunderbar. Gut, das wird werden. Kommerz brauchen wir dann. Den wollten wir auch noch hier ein bisschen irgendwo ansiedeln. Hier an dieser Kreuzung zum Beispiel. Und wenn wir schon die Kreuzung haben, dann geht diese Kreuzung natürlich auch.
Da ist der Kommerz. Und hier hinten machen wir noch ein bisschen. Aber hier fehlt es an Wasser. Das machen wir später. Das haben wir noch nicht abgedeckt. Machen wir... Nee, da machen wir Büroräume hin. Genauso wie hier eigentlich auch. Hier in der Mitte noch nicht. Lass mal hier. Das war doch Büro, ne? Ja. Ja, das ist schon okay so. So, der Kommerz verlangt noch ein klein bisschen mehr, ne? Und hier noch ein bisschen länger. Hier muss eine Straße noch rein, nach rechts. Können wir auch ganz machen hier. Hier sehe ich gerade, haben wir was falsch gemacht. Die beiden lassen weg, weil da noch die Straße dann irgendwie durch kann. Gut, sind wir schon wieder ein ganzes Stück weiter. Das ist auch hier gerade sehr schön, dass es runtergeht. Passt dann, oder? Sind auch alle happy. Kontostand wächst. Und glücklich hier haben wir auch. Gut, dann sind wir damit durch. Für das erste natürlich nur. So, jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Da hatten wir nämlich letztes Mal schon gesehen, dass wir wieder was verschieben können. Also dieser muss verschoben werden. Oder kann, der muss nicht, der kann verschoben werden. Und wenn ich den so schiebe, ne? Geht das nicht. Das wäre schön gewesen, ne, wenn er da so hingeht. Will er aber nicht. Der rastet da nicht ein. Gut, dann machen wir das erstmal anders, dass wir hier die Straße rüberziehen. Und gucken, ob wir es dann verschieben können. Nix Straße mehr verschieben. Dann ist die Straße definitiv im Weg. Das bedeutet, wir machen die Straße gerade einmal weg. Dann setzen wir das um. Na. Da ist er. Dann kann er wieder arbeiten. Und wir setzen jetzt die Straße daneben nochmal hin, ne? So. Ist die Mülldeponie jetzt weg oder was? Nö, die ist noch da. Hat geklappt. So, hier ist kein Platz mehr. Da ist auch kein Platz mehr. Da hinten ist auch kein Platz mehr. Die ist passend, kann einfach weiterarbeiten. Die ist auch passend, kann auch weiterarbeiten. Und diese ist auch passend, kann auch weiterarbeiten. Hier unten müssen wir dann weiter gucken. Sieht man jetzt bei den Lichtverhältnissen so schlecht, ne? Was ist hier hinten? Kriminalität auf der Mülldeponie. Okay, da liegen wahrscheinlich ein paar Leichen oder so. Dann wird das bedeuten, dass wir da noch, sag schon, uns um eine Polizeistation kümmern müssen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.